wir. Hier wollte ich auch nicht hin. Ich wollte hier hin und dann hier hin. Und dann hier hin. Und da müssen wir immer noch einen Code eingeben. Oh, come on. Irgendwas hiermit zu tun. Ohne Signal geht eure Zentralheizung auch nicht, obwohl sie Strom hat. Ja, aber ich würde halt einfach nicht davon ausgehen, dass wenn das Lüftungsding erstmal das Signal hat, sich mit irgendwie 100 Umdrehungen pro Minute zu drehen, dass wenn dann das Signal weg ist, der Computer geht wieder, richtiger Punkt. Na, ist auch egal. Völlig egal, wir sind hier durch, passt schon. Geldschrank, Planeten, lass es mir in die Post gucken, okay. Verwenden Sie zum Entschlüsseln die Festplatte? Ja, wohl nicht. Ich mach mal ein Foto. Wer weiß, wofür es gut ist. Der Geldschrank im Kontrollraum? Hä? Aber der... Ah, das ist... Das ist der Geldschrank. Okay. Das... Okay. Natürlich ist das kleine Ding der Geldschrank. Ist das jetzt einfach ein Sokoban? Oh, okay. Ich verstehe. Ja, das dreht er direkt mit, das ist ja widerlich. So. Gott, hoffentlich müssen wir das jetzt... Ja, wir müssen das 5-mal machen. Ja, okay. Nee, ist irgendwie alles nicht richtig. So. Was für eine bekackte Entschlüsselungssoftware. Fangen wir mit unten an. Ist das sinnvoll? Weiß ich nicht. Na, jetzt habe ich aber schon ein Problem. Moment, wie müssten wir das denn haben? Letztendlich ist es egal, ne? Ich muss Hauptsache erstmal alle drei da irgendwie reinkriegen. So. Den kann ich theoretisch einfach so schieben, aber das wird nicht der Deal sein. Aber wenn ich den schon mal ganz nach hier ziehe...
ist das vielleicht gar nicht so clever. Ich pack den mal dahin. Nee, das wird so auch nichts. Das ist okay. Shit. Dass man halt theoretisch immer zwei irgendwo verhaken muss, ist ein bisschen eklig. Okay. Das war auch richtig kacke, oder? Na, wobei war sie nicht. Ja, dann rutscht der wieder einen hoch, dang it. Der müsste jetzt einen weiter unten sein, aber das kriege ich so, glaube ich, nicht hin, oder? Ja, fast. Gosh dang it. Das bringt mich ja auch nicht weiter. Aber soweit waren wir auch schon. Das hilft nach wie vor nicht. Was ist denn, wenn ich... Ja, wobei, das ist völlig egal, warum ich das mache. Okay. Oh Gott, ich hasse sowas, ne? Vor allem, wenn ich schon irgendwie 2,5 Stunden anderen Kram gerätselt habe, dann so ein scheiß Schiebeding ist. Oh. Ich denke, hoch ist schon mal irgendwie richtig, oder? Dass wir den hier erstmal irgendwie ein bisschen verkeilen. Einmal links, einmal hoch, einmal rechts. Okay. Aber so weit war ich, also so wäre ich ja anders auch hingekommen. Also das ist ja jetzt nicht das Ding, zu viel. Einmal links, einmal hoch, einmal rechts. Einmal hoch, einmal rechts. Nicht.
so weit war ich doch vorher quasi auch. Also wenn ich jetzt die nach links schiebe. Also dann landen wir doch wieder an dem Punkt wie vorher. Ich muss eher so die beiden hier nochmal raustüffeln für mich gerade, wie ich das vernünftig mache. So, und jetzt ist der wieder ein zu weit oben. Jetzt ist er sogar zwei zu weit oben. Das lief nicht so gut. Dann ziehen wir den wieder mit raus. Ach, ist doch alles Kacke. Nee, ich glaube, das war jetzt schon Grütze. Also so, der Anfang ist prinzipiell okay, wobei es halt grundlegend egal ist, da kann ich halt auch so machen und dann so. Also das ist halt vollkommen wurscht. Ist das denn überhaupt der richtige, ja doch, der letzte Move muss sein, dass der hier ist und der hier ist. Und der muss schon drauf sein. Und dann müssen wir die anderen beiden nur reinrastern. Das heißt, die beiden müssen wir jetzt erstmal einen trennen. Und dann... Das ist okay, das kann der erstmal machen. Shit. Ich wünschte, ich könnte nur einen Schritt zurückgehen. Das würde schon extrem viel helfen. Okay, das war es aber schon fast. Ich bin nur an einer Stelle irgendwo einmal falsch gewesen. Ich glaube, die Grundidee ist schon gar nicht verkehrt. So, wir trennen die beiden. Vielleicht einfach mal so um einen, dann machen wir das so. Dann machen wir das so, schieben das hoch und haben's. Nein! Shit! Nein, verdammt. Oh, es war so gut. Es war so gut. Bis auf den letzten Move war es total gut. Ja, okay, jetzt habe ich verkackt. So, die Frage ist, trennen wir die beiden? Indem wir das so machen? Ich müsste die jetzt einfach noch einen weiter auseinander kriegen, aber das geht nicht.
Ja, und dann haben wir wieder das Problem. Also dann ist der wieder... Ach. Ja, und dann passt das wieder nicht. Gosh dang it. Das doch erstmal so machen. Aber das ist, glaube ich, schon Grütze, oder? Wobei. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade tue, ne? Nee, ich glaube, so ist schon doof. Also wenn, machen wir das eher... Nee, also ich glaube, da unten festhaken ist schon richtig. Den dahin, wobei das kommt total aufs Gleiche raus. Warum kriegt mein Gehirn das nicht geschissen, ey? Es kann doch echt nicht so schwer sein. Aber dann rutscht der hier wieder viel zu hoch. Das ist doch auch Grütze. Ist da eine Lösung im Discord? Hold on. Ja, okay. Hold on. Eins... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich glaube, deine Lösung funktioniert so nicht. Ich schieb das mal 2 hoch und klemm den mal dahinter. Und dann machen wir mal 3. Achso, ne, 4, 5. Nee. Also deiner Lösung nach machen wir so. 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 4. 5. 6, aber dann rutscht der hier unten halt sonst wohin. 7, 8, 9. Dann bist du mit dem angeblich erst hier. Würdest den hier hinrutschen, dann wäre hier 11 und dann würdest... Nein. Sorry, aber nein. Also wir müssen den hier schon als erstes platzieren und dann wirklich die anderen beiden einen nach links rutschen. Anders geht's auf jeden Fall nicht.
Ah, wobei. Ist der wieder zu weit oben. Shit. Nee, das ist schon... Das ist fast gut. Bam. Einfach mal einen anderen Ansatz nehmen, dann geht es. So, kommen wir jetzt an die Mail. Ach so, das waren schon die Mails, die wir dann hatten. Neue Sicherheitsprotokolle. Aufgrund der möglichen Sicherheitsverletzung, die letzte Woche stattfand, haben wir Maßnahmen ergriffen, um das Sicherheitssystem dieser Einrichtung zu verbessern. Insbesondere haben wir die Netzwerk-Firewall aller Computer, die mit dem Flare-Netz verbunden sind, gestärkt und eine wöchentliche Passwortänderung für alle kritischen Stellen eingeführt. Infolgedessen wurde das Passwort für den Maschinenraum auf 51413 geändert und wird in genau einer Woche aktualisiert. Bitte richten Sie sich, bitte richten Sie alle Anfragen an den Sicherheitsdirektor Ted. Für die unten aufgeführten Positionen benötigen wir neue Mitarbeiter. Vergessen Sie nicht, Studenten einzustellen, die zu den Besten Ihrer Klasse gehören, aber auch keine enge Familie oder viele Personalbeziehungen zu haben scheinen. Dazu müssen Sie sich eventuell vorher mit Ihnen vertraut machen. Hier sind die Stellen, die wir füllen müssen. Maschinenbauingenieur oder Statiker, Forschung in Physik, vorzugsweise Teilchen- oder Kernphysik, Labortechniker. Wir gehen davon aus, dass dies kein Problem für jemanden in Ihrer Stellung sein sollte. Okay, ich glaube, das ist einfach egal. Der Punkt für den Maschinenraum ist einfach wichtig und eventuell das Ding irgendwie. Dann können wir doch jetzt mal zum Maschinenraum gehen. Dann hier. Und können in den Maschinenraum. Jawollo. Uff. Das ist ein beeindruckendes Maschinenstück. Oh, danke. Schön, dass es dir aufgefallen ist. Können wir hier unten irgendwas mit... Ah, hier können wir hin. Ach, gucke mal. Okay, das heißt, wir müssen das auch noch drehen, ja? Also wenn Klopsi eigentlich da oben ist... Ah ne, wir müssen nur nach den Positionen gucken, ne? Das sind aber nur 4 und hier sind es 5. Ach nein, hier ist noch ein winziger. Okay, den muss man auch erstmal sehen. Okay, also der kleinste auf den dritten Ring. Groß nach ganz außen, zweitgrößte dahin. Dann so und so. Jawohl. Ein Wasserhahn. Okay.
Die Sackkarre können wir nicht mitnehmen. Dann gehen wir doch mal hier hoch.